Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich wurde des Öfteren gefragt, ob ich nicht mal alle Endbosse zeigen kann, wie man sie herausfordert und welches Material man braucht und wie man das bekommt. Und das Video machen wir heute. Deswegen starten wir direkt rein mit dem ersten und das würde ich sagen ist Lord Seer. Lord Seer ist dieser vampirische Season 2 Boss. Um den herauszufordern, müsst ihr erstmal die Season Questline komplett abschließen. Also nicht nur ein bisschen fortschreiten, sondern wirklich komplett abschließen, weil ganz am Ende kämpft ihr gegen Lord Seer und erst dann ist er als Endboss freigeschaltet. Und wenn er freigeschaltet ist, dann könnt ihr ihn so oft ihr wollt im Der verdunkelte Weg herausfordern. Da gehen wir gleich hin. Und was ihr dafür braucht, ist exquisites Blut. Das bekommt ihr nach Legionsherausforderungen und nach Weltenbossen. Das heißt, wenn ihr neuen exquisites Blut habt durch Legionen oder Weltenbossen, könnt ihr, wenn ihr die Season 2 Questline durchgespielt habt, in den verdunkelten Weg gehen und dort Lord Seer herausfordern. Ich laufe eben hin und sehe uns dann beim Boss. Da sind wir auch schon. Hier ist der Altar. Und der Dungeon sollte eigentlich dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Der verdunkelte Weg. Dort seid ihr nämlich auch in der Season das erste Mal durchgegangen. So, wir fordern jetzt hier raus. 9 exquisites Blut braucht ihr. Beschwören ihn, besiegen ihn und dann gucken wir mal, was er fallen lässt. Ich werde euch den Loot-Table von allen Bossen unten markieren. Da gibt es eine richtig schöne Übersicht, wer was fallen lässt an Unix und Über-Unix. Und der Bild ist natürlich unten auch markiert für die, die den Bild nachbauen wollen. Kriegen hier eine Unix-Brust, Entzückung des wahnsinnigen Wolfs. Aber ein relativ schlechter Roll mit 4,4 Bewegungsgeschwindigkeit. Das geht auf jeden Fall besser. Und ich würde sagen, den nächsten, den wir machen, ist das Ice Beast. Für das Ice Beast braucht ihr, ich bin drüber, destillierte Furcht. Und zwar 9 Stück. Ähnlich wie das exquisite Blut. Und die bekommt ihr, wenn ihr Nightmare Dungeons Stufe 30 oder höher abschließt. Automatisch nach der Beendigung eines Nightmare Dungeons. Ist egal, ob ihr es gezündet habt oder nicht. Ihr müsst nur in dem Nightmare Dungeon dabei gewesen sein. Und es abgeschlossen haben, dann kriegt ihr destillierte Furcht. Und wenn ihr 9 Stück habt, dann könnt ihr zu unserem alten Freund, dem Okkultisten, und euch dort ein besonderes Siegel schnitzen. Und zwar das Gletscherspalt-Siegel. Das will ich jetzt auch einmal machen. Und dann könnt ihr das hier einfach zünden, so ganz normal wie jedes andere Siegel auch. Ist auf Stufe 31, das kann man meines Wissens nach auch nicht erhöhen. Ist aber für die Level Range ein sehr geiles Dungeon zum Leveln, weil dort sehr viele Elite-Gegner rumlaufen und es keine bösen Affixe und so gibt. Deswegen, wenn ihr um die Level 70 seid, dann könnt ihr das auf jeden Fall hier schön mitnehmen und dort ein bisschen leveln und vielleicht braucht ihr auch das ein oder andere Unique. Wie gesagt, der Loot-Table ist unten markiert. Ich renne hier einmal durch zum Boss und dann sehen wir uns wieder. So, da sind wir angekommen. Es startet auch direkt. Müsste also hier nicht nochmal ein Kelch, weil das ging ja über das Siegel. Und dann, der ist Level 85, also auch nicht unterschätzen. Und dann Kämpfe gegen ihn. Der hat so ein paar Moves, die er immer macht. Aber der ist auch nicht allzu schwer. Also das sollte ich echt schaffen. Der hat halt relativ viel Leben, aber Schaden macht er jetzt nicht unbedingt, würde ich sagen. Er ruft dann halt hier mal ein paar Kollegas. Aber ansonsten ist er wirklich nicht so schwer. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass er geskriptet ist, dass ich ihn nicht one or two hitten kann. Naja, da ist er tot. Gucken wir mal, was er fallen lässt. Ne, es kommt der Glyphenstein ganz normal. Und Handschuhe. Und zwar der Fäuste des Schicksals. Naja. Ich werde hier auf jeden Fall nochmal eine Glyphe leveln. Zack. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt die beiden Bosse, die ihr braucht für Duriel. Und dann fangen wir an mit Varshan. Varshan benötigt 4 bzw. 3, wenn ihr es auf Weltstufe 3 macht. Aber wir reden jetzt hier von Weltstufe 4. Braucht ihr 4 verschiedene Items. Und zwar einmal eine bebende Hand, einen gurgelnden Kopf, ein boshaftes Herz und ein geschwärztes Femur. Es gibt 2 Quellen, wo ihr diese 4 Items herbekommen könnt. Einmal durch den flüsternden Baum, das heißt durch Kisten, die ihr beim flüsternden Baum bekommt. Zur Erinnerung, ihr braucht 10 grausige Gaben, um dann beim flüsternden Baum eine Kiste zu bekommen. Und in der Kiste sind 1 bis 2 random Items drin von diesen 4. Und dann gibt es noch eine zweite Quelle, die ist komplett random. Und zwar gibt es boshafte Gegner, die spawnen können überall auf der Welt. Bei mir spawnen die meistens nach Weltenbossen oder Legionen, in der Bluternte, in Kellern schon mal oder in der Höllenflut. Also ist ganz unterschiedlich, wo die spawnen.
Wenn ihr wisst, wann die wie spawnen, dann schreibt es mir unten rein. Ich glaube, es ist komplett random. Und die können dann auch nochmal ein bis zwei dieser Items fallen lassen. Und wenn ihr alle vier Items zusammen habt, dann könnt ihr direkt neben dem flüsternden Baum in das Dungeon gehen und dort Varshan herausfordern. Und Varshan lässt ja dann ein glitschiges Schleimei fallen lassen. Lässt ein glitschiges Ei fallen, womit ihr dann Duriel herausfordern könnt. Für Duriel braucht ihr ja zwei Eier. Das heißt, Varshan müsst ihr mindestens zweimal herausfordern, um dann Duriel herauszufordern. Und ich würde sagen, ich laufe mal eben zu Varshan, besiegen den und dann geht's weiter zum nächsten Endboss. Da sind wir angekommen. Das sind die ganzen Materialien, die ihr braucht. Ich habe zum Glück alle gerade parat. Und Varshan kennt man ja noch aus Season 1. Das heißt, da sollte der ein oder andere von euch wissen, wie man ihn bekämpft. Am besten wartet ihr immer, bis seine drei kleinen Viecher gerufen werden und greift dann an, weil dann macht ihr mehr Schaden. Und wartet darauf, wen er anvisiert. Er visiert da unten den Gegner an, dann müsst ihr den besiegen. So als kleiner Tipp, wenn ihr da Probleme habt bei Varshan. Wenn ihr einfach stark genug seid, dann könnt ihr einfach immer angreifen und besiegt ihn so. Da ist das schleimglitschige Ei und das brauchen wir für Duriel. Davon nämlich zwei Stück. Und als nächstes, der nächste, den ihr braucht für Duriel, das ist Gregor. Ich glaube, so wird er ausgesprochen. Und Gregor, dafür braucht ihr 5 lebenden Stahl. Und lebenden Stahl bekommt ihr aus Truhen in der Höllenflut. Da habe ich ein ganzes Video zu gemacht, werde ich euch hier oben verlinken. Weil die lebenden Stahltruhen sind relativ schwer zu farmen, nervig zu farmen in der Höllenflut. Guckt euch das Video dazu an. 5 Stück braucht ihr. Ein kleiner Top-Tipp, die kosten nicht 300, sondern 280. Und dann geht ihr hier zur Halle der Sühne, wenn ihr 5 lebenden Stahl habt. Und fordert dort Gregor raus. Der lässt eine Scherbe fallen, die ihr ebenfalls braucht für Duriel. Und nochmal, ihr braucht 2 Eier und 2 Scherben und dann könnt ihr Duriel herausfordern. Ich laufe eben zu Gregor und dann sehen wir uns wieder. Da sind wir angekommen, hier ist der Altar. Dort packen wir 5 lebenden Stahl rein und dann kommt Gregor. Übrigens, wenn ihr Probleme haben solltet, einer der Endbosse zu besiegen oder Duriel bekämpfen wollt, dann kommt gerne in den Clan. Wir freuen uns immer auf neue Mitglieder. Wir haben noch ein paar Plätzchen frei. Und dann können wir zu 4 die Endbosse farmen. Vor allen Dingen bei Duriel macht es ja natürlich immer Sinn, den zu 4 zu machen. Na komm. Ein Schlag noch, da haben wir ihn. Mal gucken, was er fallen lässt. Eine Scherbe, das ist gut. Übrigens, Varshan und auch Gregor haben eine geringe Chance, 2 fallen zu lassen. Das heißt, wenn ihr richtig lucky seid, dann findet ihr auch direkt 2. Und hier kriegen wir unersättliche Wut und leider auch ein schlechter Roll. Aber jetzt haben wir eine Scherbe und ein Ei und jetzt könnten wir Duriel herausfordern. Und für Duriel müssen wir hier nach unten zum klaffenden Spalt. Da laufe ich mal eben hin und dann fordern wir Duriel heraus. Da bin ich angekommen. So sieht das Ganze aus. Hier wäre der Altar und hier braucht ihr 2 Eier und 2 Scherben der Qual. Ich werde ihn jetzt hier nicht solo herausfordern, weil das wäre eine komplette Verschwendung von Materialien. Ich werde euch einmal das Video einblenden von dem letzten Stream, wo ich mein Uber-Unit gefunden habe. Monster, danke für den Follow. Bitte einfach mal oben den angepinnten Kommentar lesen, Leute. Im Chat. Oben angepinnt im Chat.
2 heißt immer, da ist ein Uber bei, oder? Es kann ja nur der Ring sein. Ring of Starless Skies oder der Müll meldet Hartscheiß. Und das waren alle Endbosse. Ich hoffe, ich habe alles vernünftig erklärt, so dass ihr jetzt gewappnet seid für alle Endbosse. Wie gesagt, der Loot-Table ist unten verlinkt, der Bild ist unten verlinkt. Wenn ihr es selber nicht schafft, kommt in den Clan, kommt in den Stream. Wir machen Duril eigentlich in jedem Stream und holen uns da oder versuchen uns da Uber-Unix zu holen. Wie gesagt, eins habe ich schon bekommen, insgesamt in so 40 Runs. Die Chance scheint so irgendwas zwischen 2 und 3% zu sein. Also, wenn ihr da dabei sein wollt, checkt den Stream ab. Ansonsten würde ich mich sehr über ein Follow freuen. Ich hatte schon angekündigt, der Kugelblitzmagier-Bild wird demnächst kommen. Würde mich sehr über ein Like auf dem Video freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein!